Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werden wir da hinten aus dieser schönen Buchenbohle einen wunderschönen Couchtisch bauen. Ich habe zwar so einen ähnlichen Couchtisch schon gebaut, aber dieses Mal habe ich andere Voraussetzungen, würde ich mal behaupten. Aus dem Grund hole ich dich heute mal wieder mit auf den Weg und zeige dir, wie ich aus dieser Buche einen Couchtisch mache. Also viel Spaß und viel Spaß beim Nachbauen. Ich habe mir schon immer gesagt, wenn ich eine größere Werkstatt habe, dann werde ich solche coolen Rollwägen haben, mit denen ich dann mein Material echt entspannt an meinen Arbeitsplatz schieben kann. Das ist jetzt endlich der Fall. Und aus dem Grund holen wir die Bohle hier mit meinem Frästisch. Ups. Und so muss ich es halt eben nicht umständlich mit der Hand tragen. Die Palette hier steht hier übrigens, weil ich eine Folge Werkzeugcheck aufgenommen habe. Da habe ich euch ein cooles Werkzeug vorgestellt, mit dem ihr ganz, ganz easy die Nägel hier von solchen Paletten entfernen könnt. Also wenn ihr nicht solch Buchenholz habt zum Verarbeiten, könnt ihr immer noch diese Paletten benutzen. Und da habe ich euch ein Werkzeug gezeigt, wie ihr halt eben Nägel entfernen könnt. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung oder oben rechts im Video. Wenn wir uns hier die Maserung von dem Baum anschauen, dann ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Stück Holz, um daraus einen Couchtisch zu fertigen. Weil die Maserung ist hier wirklich stehend. Das liegt daran, weil hier genau das Zentrum vom Baum ist. Und aus dem Grund ist das hier so wirklich sehr, sehr formstabiles Holz, weil halt die Maserung nicht so viel arbeitet, weil sie halt eben stehend ist. Ich werde dieses Mal probieren, mit meiner günstigen Tauchsäge die Bohle abzulenken. Mal schauen, ob das mit der gut funktioniert. Filmen wir jetzt raus. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das in mehreren Gängen schneiden muss. Ich werde es jetzt beim ersten Schnitt aber mal mit der vollen Tiefe probieren, ob das schon funktioniert. Auf meinem Werkzeug-Check-Kanal findet ihr auch übrigens zu dieser Säge das Video, wo ich sie euch vorstelle. Hier auf diesem Kanal zeige ich es euch nicht, aber ich verlinke euch die Maschine auch mal in der Beschreibung. Das Stirnholz ist schön frei von Rissen. Das bedeutet, wir können schon ab hier loslegen. Der Tisch soll in etwa so einen Meter lang werden, deswegen werde ich jetzt hier diese Bohle auf 1,5 Meter zuschneiden. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Wie lang ist denn die gesamt? Ja, das sollte genau passen. Slappity-dab. Jetzt ist es ja schon ein bisschen handlicher, aus dem Grund schneide ich es halt eben jetzt auf der Kappsäge. Wir haben jetzt hier erstmal drei schöne Bohlen, die wir da rausgetrennt haben. Die werden so quasi das Hauptmaterial wiedergeben, aber ich will an diesem Tisch eine Waldkante haben. Und genau aus dem Grund haben wir hier noch diese zwei Stücke. Die werden dann später hier so drangeleimt werden. Und damit ich ein bisschen mehr Material zum Hobeln habe, damit ich auch später hier 90 Grad hobeln kann, habe ich die Abschnitte hier quasi in dem Fall ein bisschen größer dimensioniert. Der Tisch soll in etwa 50 cm breit werden. Das heißt, wir werden hier noch so ein kleines Stück dazwischen mogeln müssen, damit wir in etwa auf unsere Breite kommen. Aber jetzt sind wir erst bei 48. Wenn wir fertig gehobelt haben, sind wir in etwa bei 44. Wenn ihr auch so einen Couchtisch haben möchtet, dann könnt ihr mal gerne mal eine Mail schreiben. Wenn ihr, wie gesagt, ernsthaftes Interesse habt, dann schreibt mir einfach mal eine Mail. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit der Verleimung. Wir haben das alles jetzt erstmal, jetzt nochmal zusammengefasst, abgerichtet. Dann auf dicke gehobelt. Dann haben wir jetzt hier überall schöne 90 Grad Kanten dran. Das sieht schon mal sehr schön aus. Durch unsere saubere Vorarbeit haben wir jetzt hier auch wirklich fast keine Spalt oder kein großes Spaltmaß. Das, was wir jetzt hier sehen, ist überhaupt kein Problem. Das können wir mit ein bisschen Zwingendruck können wir das zusammenpressen. Von der Seite her ist das hier schon mal gut. Das heißt, jetzt können wir es verleimen. Ihr seht, die Waldkante ist jetzt noch nicht dran. Die kommt später dran. Als erstes ist es wichtig, dass das hier solide verleimt wird. Während der Holzheim trocknet, fange ich also mal mit den Metallarbeiten an. Ich werde quasi zwei Quadrate herstellen. Die werde ich dann verschweißen. Das ist dann der Halter für den Tisch. Und die sind in etwa 36 cm hoch. Hier erstmal auf 45 Grad stellen. Ah.
Als nächstes schweißen wir die Befestigungsplatten an unsere Füße. Das hier wird hier der Stand von dem Couchtisch. Und das hier sind dann diese Platten, die habe ich hergestellt mit größeren Löchern, damit das Holz noch ein bisschen arbeiten kann. Die werden hier so drauf gespannt. Also, jetzt werden wir die Befestigungsplatten festschweißen, mit denen wir dann auch das Fußgestell festschrauben können. Das ist einfach ein Stück Flachstahl mit ein paar Bohrungen drin, die größer sind, damit das Holz, wenn es arbeitet, die Möglichkeit dazu hat. Das Ganze habe ich mir jetzt festgespannt. Und jetzt machen wir einfach vier kleine Bahnen dran, damit es hält. Während das Metallgestell hinten in der Metallwerkstatt trocknen kann, kümmern wir uns mal noch um die Tischplatte, denn die muss noch fertig verleimt werden. Das Ganze hat jetzt in etwa 2 Stunden Zeit zum Abbinden und wir leimen jetzt noch die Waldkante an. So, jetzt kratzen wir noch den überschüssigen Leim ab. Ich baue jetzt geschwind meine Hobelmaschine nochmal als Abrichte um, denn die Kanten werden wir jetzt noch einmal abrichten. Nicht einmal, dass sie irgendwie plan oder sowas sind, einfach nur, dass wir wieder ein Holzschicht weiter unten sind. Denn durch das Spannen ergeben sich halt immer so ein paar Spannmarken und die hobel ich jetzt einfach schnell hier weg. Funktioniert sehr gut. Als ich beim letzten Mal so einen Tisch gebaut habe, habe ich mir ein bisschen das Leben schwer gemacht mit dem Verleimen der Rinde. Es muss eigentlich nicht so schwierig sein. Und zwar tue ich das in dem Fall jetzt mit Spanngurten. Das ist oben. Fuck. Das ist oben. Wie gesagt, also beim letzten Mal habe ich mal ein bisschen das Leben schwer gemacht beim Verleimen von dieser Waldkante. Hier ist es halt jetzt echt extrem wichtig, dass das Ganze einigermaßen gut abgerichtet ist. Und das ist es in dem Fall auch. Ich wollte eigentlich gerade das Ganze mit Spanngurten spannen, aber ich bin ein bisschen dödelig. Ich sehe gerade, die Waldkante, die ist in dem Fall nicht so schräg, weil das ja genau aus dem Zentrum vom Baum ist. Aber für euch als Tipp, ihr könntet Spanngurte benutzen, um das Ganze halt eben schön aneinander zu pressen, wenn die Schräge hier ein bisschen zu groß ist, um halt eben normale Schraubzwinge zu benutzen. Die Platte ist jetzt soweit fertig. Der Leim hatte genug Zeit zu trocknen und jetzt werden wir das am Langband schleifen. Ich werde es jetzt erstmal mal mit 80er Korn probieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich ein bisschen gröberes Korn drauf spannen muss. Aber ich werde es jetzt erstmal ausprobieren. Schauen, wie das Ganze kommt. Den groben Schliff haben wir jetzt getan. Ich werde auch später noch einmal ein bisschen feiner schleifen, das seht ihr natürlich. Damit Korn 150 auf dem Langband. Da muss ich aber nicht so viel mit dem Exzenter schleifen. Und jetzt schneiden wir den Tisch erstmal auf die finale Länge zu. Der Tisch soll natürlich quasi rechtwinklig werden. Und weil ich da quasi einen schönen Anhaltspunkt hier als Boden schon drin habe, wähle ich mir einfach das oder nehme ich einfach das als Anhaltspunkt und zeichne mir hier eine Linie lang. Und das schneide ich jetzt auch wieder mit der Tauchkreissäge zu. Jetzt werden wir die Platte oben und unten noch einmal mit 150er Korn auf dem Langband schleifen, damit ich gleich nicht so viel mit dem Exzenter schleifen muss. Und damit fange ich jetzt an. So, jetzt können wir das Ganze auch noch finishen. Ich benutze hier, wie bei allen anderen Projekten, mein eigenes Finish, weil es einfach aufzutragen ist. Das tragen wir jetzt erstmal satt auf und reiben dann gleich den Überschuss wieder weg. Jetzt können auch schon die Beine runtergeschraubt werden. Da ist die Montage denkbar einfach. Einfach mittig ausrichten. So, jetzt kommt für mich der persönliche Moment der Wahrheit, ob das Ding kippelt. Hier in der Werkstatt gibt es eine Stelle irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, die genau
Plan ist. Und es kippelt nichts. Hier kommt jetzt noch eine Ladung Finish drauf und dann sind wir auch schon fertig. So Leute, das soll es dann auch eigentlich schon mit dem Bau gewesen sein, denn wir sind am Ende angelangt. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, hier dieses Möbel zu bauen, ist auch echt schön geworden. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du sie gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich gehe auf manche Fragen immer in den Neuigkeiten dann ein. Also wenn du eine Frage hast zu diesem Projekt hier oder zu einer Maschine oder, kannst du das sehr, sehr gerne in die Kommentarfunktion schreiben. Aber des Weiteren würde ich mich auch voll über eine Bewertung freuen oder ein Abonnement von dir, denn hier auf dem Kanal gibt es in Zukunft weitere solche Massivholzmöbel und Projekte. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.